Hallo ihr Liebenden und mutigen Seelen. Ich grüße euch wieder ganz herzlich mit einem ungeschminkten Krieger des Lichts und wahrscheinlich auch der letzte Krieger des Lichts, denn es ist die Folge 21 und ich habe mir das damals vorgenommen, also bis zur Folge 21 zu machen, denn wir begegnen mit der Folge 21 der Welt, damit dem Abschluss der großen Arkana. Und ja, vielleicht ist es rund. Mal gucken, wie ich weitere Zeitqualität-Videos dann im Folgenden mache. Aber eigentlich stellt eben, ja, wie gesagt, das jetzt einen großen Abschluss eigentlich auch eines Kanons, eines Zykluses dar. Und ich finde es ganz passend, weil es wirklich gut zur Zeitqualität gerade passt. Denn auch im September begegnen wir jetzt, also September bis Oktober sozusagen, Kräften, wo wir etwas Altes abschließen, wo wir uns aus alten Verstrickungen befreien und in etwas ganz Neues gehen. Bevor ich anfange, für alle, die den letzten mein Unfallvideo nicht gesehen haben, ich habe immer noch eine verletzte Hand, die werde ich gleich mal zeigen, damit sich keiner erschreckt, weil ich die einfach unbewusst zum Gestikulieren immer hier einsetze. Also nochmal für alle, ist ein roter Verband drum und die anderen Finger sind noch ein bisschen Äther verfärbt. Ist also kein Blut oder sowas. Mir geht's auch gut soweit, nur ich habe mir den Finger gebrochen, deswegen tüdö. Spocky-Alarm. Ja, genau. Und dann legen wir los mit der Zeitqualität, ja, die uns gerade begegnet. Es ist ja einiges los auf den Weltenbühnen da draußen. Und bevor ich mich am Ende des Kriegers das Licht so mittendrin, ich weiß noch nicht, wie sich das jetzt fügt, auch mal darüber sprechen möchte, was uns da gerade im Außen begegnet, möchte ich erstmal auf die Entwicklungen im Kleinen, also welche Kräfte gerade unterwegs sind. Wozu uns die Zeit jetzt eben anraten will, sag ich mal, ja. Und wie unterschiedlich man diese Zeitqualität auch interpretieren kann, je nachdem, auf welchem, ja, ich würde sagen, Bewusstseinslevel man ist. Oder auch, wie weit man sich eben schon aus dysfunktionalen Systemen befreit hat, erlebt man das jetzt natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Und ja, da legen wir doch mal los. Also herzlich willkommen. Ihr wisst ja, ich nehme das immer so als Farben wahr. Ich habe das jetzt in den letzten Kriegern des Lichts nicht so ausdrücklich gesagt, aber ja, heute bietet es sich mal wieder an. Also die Kräfte, die ich hier im Feld wahrnehme. Also ich frage natürlich immer nach oben, also was passiert hier, was will es uns sagen? Und ich habe eine enorme reinszenierende Kraft wahrgenommen, schon im August. Darüber habe ich ja auch schon gesprochen. Und dass wir uns halt, wenn wir uns hin Mabon bewegen, also jetzt eben um den 20., ich glaube am 22.09. ist das, die Tag- und Nachtgleiche, die Herbsttag- und Nachtgleiche spiegeln uns gerade in dieser Zeit davor, also zwischen der Sommersonnenwende und Mabon, werden uns nochmal so ganz viele Reinszenierungen hingelegt. Nicht, weil das Universum uns schaden will oder weil es denkt, haha, sondern immer, weil wir etwas noch nicht verstanden haben. Das heißt, es werden uns immer wieder Dinge hingelegt, die wir ein zweites Mal bekommen, bis wir, oder ein drittes oder fünftes oder 20. Mal, bis wir die Botschaft dahinter auf allen Ebenen, die es berührt, dieses Ereignis berührt, verstanden haben. Und das sind eben mitunter viele Ebenen. Ja, der ist jetzt nicht nur die berühmten fünf, von denen ich hier immer wieder spreche, also die körperliche, die mentale, die emotionale, die systemisch-karmische Ebene und auch die göttliche Ebene, sondern man kann es eben auf verschiedenen Persönlichkeitsebenen alles sehen und auch im System sozusagen gibt es einfach ganz, ganz viele Ebenen, die ein bestimmter Konflikt berührt. Man könnte sagen, verschiedene Sichtweisen, mit denen man auf das Problem schauen kann. Und jedes Jahr werden wir also in dieser Zeit irgendwie ja, genötigt, vom Universum unsere Perspektive zu erweitern und auf wiederkehrende Situationen anders zu schauen und eben zu schauen, was will es mir sagen. Ja? Nicht in diesem toxischen Spiritualitätsverständnis von wegen, alles, was mir begegnet, habe ich auch ausgelöst. Manche Dinge begegnen uns im Reinszenierungszwang, weil sie zum Beispiel die vollendete Traumareaktion irgendwie einfordern, die vielleicht einfach nur heißt, nein, das hat echt nichts mit mir zu tun, das darf bei dir bleiben. Also wir müssen uns nicht jede Jacke anziehen, die uns da sozusagen irgendjemand überhelfen will.
Und ich glaube, wir müssen auch einfach einsehen, dass wir nicht alles, es liegt einfach nicht alles in unserer Macht, ja. Es liegt nicht in unserer Macht, wie uns jemand anders sieht, ja. Also es liegt absolut nicht in meiner Macht, ob du mich ungeschminkt ertragen kannst oder nicht, ja. Oder ob das halt mit deiner, mit deinem Bild an Frauen, egal ob du eine Frau oder ein Mann oder sonst was bist, bricht, ja, und du also mir etwas nicht erlauben kannst, was du dir nicht erlauben kannst, also zum Beispiel ungeschminkt zu sprechen oder öffentlich ungeschminkt zu sprechen, das liegt nicht in meiner Macht und das dürfen wir hier also einsehen, dass wir auf also bestimmten Ebenen nicht viel zu sagen haben. Naja, und das ist uns ja jetzt auch also im Großen und Ganzen auch nochmal in der Politik gespiegelt worden und wird ja immer mehr. Wo wir also eben einsehen müssen, dass wir eben nicht alles kontrollieren können, dass die Dinge eben im Großen auch oft einfach laufen, wie sie laufen und wir unsere evolutionären Nischen finden müssen, unsere Welt auch einfach zwischendurch mal verkleinern dürfen. Wir müssen nicht auf jeder medialen Hochzeit da mitspielen. Und also alle Themen zu unseren machen, sozusagen, die da irgendwo abgefeiert werden. Das heißt, wir dürfen uns hier gerade erheben mit dem Bewusstsein des Adlers, also über die Situation erheben, was auch immer dir begegnet ist. Ja, es können auch ganz viele Sachen sein, die dir begegnet sind. Und wir dürfen also aus höherer Perspektive vielleicht schauen, was möchte hier für uns reinszeniert werden? Was ist vielleicht die vollendete Traumabewegung? Also eine Bewegung, die ich als Kind zum Beispiel nicht machen konnte. Ich konnte als Kind vielleicht nicht sagen, ob meine Eltern mich nun gut oder schlecht finden oder ob die mich hauen oder nicht oder ob die mich beleidigen oder nicht oder ob die mich emotional ausbeuten oder nicht. Das liegt an der Pathologie meiner Eltern. Das konnte ich als Kind nicht sagen. Natürlich musste ich das alles auf mich beziehen und habe also quasi versucht, wie jeder von uns, seine Strategien zu finden, auch in dysfunktionalen Elternhäusern zu überleben. Ja, so. Aber diese Überlebensstrategien von damals in Form von Überanpassung vielleicht oder auch von Abkapselung, emotionaler Abkapselung, Dinge gar nicht mehr an sich heranzulassen, selber gar nicht mehr in die Beziehung zu gehen oder eben in eine übersteigerte Beziehung zu gehen, Beziehung zu halten, um jeden Preis bedingungslose Beziehung statt bedingungsloser Liebe zu leben. Ja, das waren natürlich alles Überlebensmechanismen als Kind und so kann es sein, dass also jetzt Dinge reinszeniert werden, wo wir bestimmte Schutzmechanismen unseres Egos, würde ich sagen, ja, oder unserer Persönlichkeitsmaske oder wie auch immer du das ausdrücken möchtest, kann man ja auf verschiedenen Ebenen ausdrücken, wo wir uns das nochmal neu anschauen können und überwinden können. Also vielleicht gab es Reinszenierungen im Sinne von, ja, zum Beispiel Überanpassungsmechanismen. Also wo dir vielleicht jemand sehr leid tat, dich in bestimmte Hilfe reingezogen hat, du dich emotional hast erpressen lassen über bestimmte Werte. Oder vielleicht gab es auch die andere Richtung. Das heißt, vielleicht hat jemand für dich irgendwie die Arme geöffnet sozusagen und wollte mit dir in Beziehung gehen und dir hat das total Angst ausgelöst. Und du reagierst mit Weglaufen zum Beispiel. Das ist ja auch gerne da, wenn wir also so eher in dem bindungsängstlichen Teil erzogen worden sind, eben durch genau dieselbe Urwunde, also Parentifizierung und emotionale Ausbeutung in unseren Elternhäusern, ja, oder emotionalen Missbrauch. So, und dann ist halt jetzt die Frage, jetzt bist du eben kein Kind mehr, du bist kein Baum mehr, du bist nicht angewachsen sozusagen, du kannst heute anders auf die Dinge reagieren. Und ja, du kannst also heute Nein sagen, wo du damals nicht hast Nein sagen können und du kannst heute auch Ja sagen, wo du damals hast eben vielleicht nicht Ja sagen können oder wo dir das eine Angst ausgelöst hat und in dem Bewusstsein, dass du jederzeit ja auch wieder Nein sagen kannst und deinen Fluchtmechanismus bedienen kannst, kann man vielleicht etwas leichter Ja sagen, aber das ist natürlich ein Riesenthema, das ist mir schon klar. Und also Bindungsangst ist nicht so einfach zu überwinden. Es soll mir hier darum gehen, dass du diese Reinszenierung vielleicht leichter verstehst und nicht als etwas verstehst, was gegen dich verwendet wird vom Universum, von Gott, wie auch immer du das nennen möchtest, deinem höheren Selbst, dem Leben, sondern dass es etwas ist, was also ja zu dieser Zeit einfach verstärkt auftritt.
in der Hoffnung, man könnte sagen, dir werden die kosmischen Lernaufgaben zugespielt, in der Hoffnung, dass du jetzt die Reaktionen anwenden kannst, die du also als Kind nicht anwenden konntest und dich damit von alten Verstrickungen, alten Besatzungen und Besatzern in deinem Inneren, alten Täterintrojekten, Dingen, die dich unfrei halten, die dir also nicht die Freiheit von Ja oder Nein ermöglichen, sondern die auf einen bestimmten Reiz ein konditioniertes Ja oder ein konditioniertes Nein abspulen. Also wo Reiz und Reaktion sehr fest und sehr konditioniert sind, da möchten dir diese Reinszenierungen Freiheit ermöglichen, das nochmal zu hinterfragen. Passen Reiz und Reaktion denn wirklich zusammen, wenn mich etwas triggert, ja? Es kann auch sein, dass zwischendurch Ängste ausgelöst werden und ja, wo es einfach wirklich darum geht, eben die Dinge in den universellen Fluss zu geben und zu lernen, dem Leben zu vertrauen. Aber auch das führt hier jetzt natürlich zu weit. Wie generiert man Urvertrauen, wenn man sowas nie erlebt hat, wenn man nie Geborgenheit erlebt hat? Manchmal müssen wir in das Vertrauen springen wie in so ein Becken, ja. Also vielleicht erinnerst du dich, wo du das erstmal im Körper gemacht hast oder so, du hattest keine Ahnung, was auf dich zukommt. Du wusstest ja nicht so, du hast nur gesehen, okay, andere kriegen das irgendwie auch hin. Ich probiere das. Und so ist es halt auch, wenn wir also manchmal ins Vertrauen springen müssen, sozusagen, weil es nicht anders geht, wo wir wirklich sagen müssen, okay, ich erkläre Gott zu meiner Versorgung, ja, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Schild, mir wird nichts mangeln. Ich übergebe ihm meine Existenzangst und vertraue darauf, dass Gott Wege schafft, wo scheinbar keine sind. Dann ist das wie ein Körper sozusagen ins Unbekannte, weil wir ja nicht wissen, was auf uns zukommt. Und das ist natürlich schwierig. Aber das sind so Sachen, die also die Zeitqualität gerade von uns fordert. Also es wirkt halt sehr, ein Strahl, also Magentastrahl ist das, der Strahl der Herzheilung, der mitunter also wirklich tiefe Wunden in den Herzen nochmal hochspült, nach oben spült. Und sie werden immer weiter überführt in den violetten Strahl, den Strahl der Transformation. Das heißt, Dinge werden reinszeniert, um sich zu wandeln. Transformation ist aber nicht Verdrängung. Das verwechseln viele. Transformation heißt, dass ich sozusagen, also statt an etwas zugrunde zu gehen, an etwas erstarke. Ich schaue also, welches Licht ist auch in einer schwierigen Situation zum Beispiel da. Ja? Wenn ich vielleicht zum Beispiel sehr stark in Verantwortung reingezogen wurde als Kind, die ich eigentlich gar nicht tragen konnte, hat das natürlich den Schatten der Überverantwortung und ich bilde mit Sicherheit ein Helfersyndrom aus. Aber wenn ich mir das angucke und das transformiere, kann ich trotzdem ein großes Licht leben, nämlich also wahrscheinlich eine sehr, sehr große Empathie, eine große Bereitschaft, auch Verantwortung zu tragen. Man muss halt nur aufpassen, dass es auch die ist, die sich wirklich lohnt, ja, und die wir wirklich tragen müssen. Und nicht immer Verantwortung tragen müssen von Leuten, die ja, uns eigentlich nur eine überhelfen wollen, sozusagen. Und wenn ich eher auf der bindungsängstlichen Seite zum Beispiel bin, habe ich da auch ein großes Licht, nämlich also quasi eine große Autonomie. Und wenn ich mir die wirklich bewusst mache, dass ich ja eigentlich emotional sehr autonom bin, muss ich vielleicht gar nicht so eine Angst vor Bindung haben und Verstrickungen haben und so weiter und so fort. In dem Bewusstsein, wenn ich mir das wirklich klar mache, dass ich ja jederzeit weglaufen kann, muss ich es ja vielleicht nicht immer machen. Das heißt, das sind so die Pole, die hier gerade, ja, es wird sehr mit diesen Polen gespielt, sozusagen. Also, und da komme ich dann vielleicht einfach gleich zu dem nächsten Thema, nämlich was uns im Außen begegnet. Aber also, vielleicht könnt ihr das für euch so verstehen, auch also, dass da eine wohlwollende Kraft am Werk ist, wenn sie reinszeniert. Und ja, das ist eben die Suche unserer Seele nach der Urwunde oder eben diese berühmte Reinszenierung von Trauma, die wir uns irgendwie so lange, die uns so lange verfolgt, die so lange unser Schicksal sein wird, bis wir hinschauen. Erst dann können wir unser Schicksal wandeln, wenn wir das nicht mehr ablehnen wollen, wenn wir nicht mehr sagen, oh Gott, schon wieder die 200. Wiederholung, schon wieder so ein Partner oder so eine Partnerin, schon wieder so ein Chef, sondern wirklich gucken, was ist unser Anteil an der Situation, wie kommen wir da rein? Das heißt nicht, dass alle Anteile bei dir sind. Das heißt nicht, dass dein Beziehungsgegenüber, zum Beispiel ein missbräuchlicher Chef, keinen Anteil an der Situation hat. Aber das ist seiner, den kann nur er wandeln und du kannst halt nur deinen wandeln.
Du wirst deinen Chef nicht therapieren können als Gutmensch, ja, wenn er schwerer Kapitalist und Narzisst und was weiß ich was Psychopath ist, dann wird er auch kein Interesse daran haben, weil er wird wahrscheinlich mit seiner Persönlichkeit so ganz zufrieden sein, weil an der leiden meistens nur die anderen und weniger er. Ja, also er wird so klassisch grandiosen Narzissmus nehmen. Und ja, also das muss man hier in dieser Zeit einfach sehen. Und so werden also so Wunden hochgespült, damit wir uns befreien, damit wir wirklich also unsere Grenzen uns auch bewusster werden, dass wir sie korrigieren lernen und ja, uns einfach von Täterintrojekten befreien lernen und also von Irrglaube und Fehlglaube befreien lernen und also mutig in ein freies Selbst treten. Dafür brauchen wir halt den Überblick, deswegen müssen wir mit dem Adler ein bisschen in die Höhe fliegen und da. Ja, vielleicht seht ihr es ja auch. Es ist ja auch so ein ganz goldenes Licht, das sehr, sehr merkwürdig jetzt gerade ist, weil wir haben schon so ein Herbstlicht, aber eigentlich haben wir irgendwie noch Sommer. Ja, also zumindest also bei uns ist es bis morgen so. Es ist schon irgendwie eine abgefahrene Zeit, weil alles, so die Natur geht auf Herbst, sie geht schon in das Violette. Der violette Strahl, der zersetzt alles. Der macht also sozusagen diese Umwandlungsfähigkeit, indem es alles in seinen Urbestandteile zersetzt und zerlegt. Ja, und das ist jetzt halt irgendwie bei diesem goldenen Licht dabei. Und der goldene Strahl, der violette Strahl, die ergänzen sich auch sehr, weil das Violett zersetzt. Es hilft uns also, die Einzelbestandteile der Situation zu zerlegen, die Urgründe sozusagen zu sehen. Ja, was ist mein Anteil, was ist sein Anteil? Ja, wie hängt das alles zusammen? Und damit in den goldenen Strahl der Weisheit einzutreten, also Weisheit auch zu generieren aus einer Situation. Ja, und bei der Weisheit fragt man sich gerade so, ob die so dabei ist, weil wenn ich auf die Politik schaue, ist das natürlich schon ziemlich krass, was da gerade abgeht. Also vielleicht habt ihr es gehört. Also die Wahl in Sachsen und Thüringen, wo vor allen Dingen, ich nenne sie jetzt mal wie die Mainstream-Medien, die populistischen Parteien, also einen unglaublichen ja, Wählerzuwachs bekommen haben. Und nun echauffiert sich natürlich das halbe Land über den Osten. Ich habe schon Posts gelesen, wie in Sachsen und in Thüringen wohnen wohl die dümmsten Menschen, übrigens von sehr spirituellen Leuten, ja, also eine spirituelle Frau war das, die also insgesamt auch ganz gute Postings macht, aber über den Post musste ich mich schon wundern. Dachte ich mir, super, da können wir dann ganz klasse verurteilen, während wir sonst nichts verurteilen. Und wir machen uns in dieser Situation vielleicht nicht bewusst, wofür etwas gut ist. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wie wäre es dir denn so früher damit gegangen, also mit 30 oder so, ne? Gerade noch irgendwie ja, frisch gebrainwashed vom Geschichtsstudium. Also ich bin ja als Geschichtslehrer ausgebildet und wir Geschichtslehrer müssen ja im demokratischen Glauben, müssen wir ja die Kinder erziehen, nicht im demokratischen Wissen, sondern die sollen das nur glauben. Das reicht. Das müssen wir beschwören. Und ja, und da habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, wie schwierig das eigentlich ist, wenn ich, also ich habe ja Gymnasiallehramt studiert und ich gehe dann natürlich eben alle möglichen Diktaturen durch und ich gehe natürlich eben auch die Zeit der Befreiungskriege durch, des Wiener Kongresses, der Nationalversammlung, der Weimarer Republik und so weiter und so fort. Und ich beschäftige mich ja mit allen möglichen Herrschaftsformen und eben zum Beispiel auch einer gescheiterten Märzrevolution oder sowas. Und ja, und wenn ich dann also so diese Merkmale durchgehe, was sind Merkmale? Ich meine, ne, die Kinder müssen das ja so lernen, oder Schüler müssen das so lernen. Das sind Merkmale einer Diktatur und das sind Merkmale einer Demokratie. Und das ist jetzt nicht ganz so neu, dass also zum Beispiel eben auch gerade in Klasse, manchmal sogar schon in Klasse 8 oder 9, die Frage gestellt wurde anhand dieser Merkmale sozusagen, ob wir denn dann wirklich in einer Demokratie leben. Und jetzt wird ja die Frage nach dem Bewahren von Demokratie ganz, ganz groß geschrieben. Und jetzt müssen wir ja, während wir die Demokratie bewahren, dem Wähler erzählen, dass er falsche Kreuze gemacht hat, dass er dumm ist, dass er auf Desinformation reingefallen ist, wenn er ein Kreuz gemacht hat, was der Regierung jetzt nicht passt. Das erinnert mich als DDR-Kind doch sehr an diverse Einparteiensysteme, ja.
Ja, also es ist schwierig, weil du hast als Geschichtslehrer kannst du dann eigentlich auch gar nichts sagen. Du kannst diesem Schüler gar nicht wirklich antworten, weil das, was du selber denkst und erfahren hast darüber, darfst du natürlich nicht äußern, weil du hast ja den Zwang, das Kind im demokratischen Glauben zu erziehen. Und ich glaube, dieser demokratische Glaube wird jetzt natürlich hart angefasst von uns, ja, also oder nicht von uns, von oben, wenn wir das so sehen, was da gerade läuft, ja. Also wenn ich eben zum Beispiel sehe, ich verlinke euch mal ein Video von Chrissy Rigger und wie heißt da irgendwie Wolf, irgendwas, fand ich gar nicht schlecht dazu, ja. Wenn wir jetzt so sehen, was da halt abläuft, wenn also jetzt keiner mehr mit dem anderen koalieren will, jetzt es Brandmauern gibt, ach, dann sind wieder alle möglichen Sachen. Unvereinbarkeitsbeschluss hier, Wahlbetrug da, verrechnet dort, der ja, ist schon irgendwie ist schon ein großes Theaterspiel, ja. Und ja, und eben vor allen Dingen dann eben, wenn jetzt sozusagen der Unmut eines Volkes sich hier Bahn bricht, dann wird eben wieder mit Klischees gearbeitet. Ist es der dumme Ossi? Ist es der Jammer-Ossi? Ist es der ewig unzufriedene Ossi? Vielleicht ist es aber auch einfach der Ossi, der zum Beispiel eine Einparteiendiktatur erlebt hat. Der jetzt hier gerade sagt, nee. So. Und wenn ich mir also das ganze Spiel der Politik mal anschaue, dann ja, muss doch klar sein, dass eben also eine Linksradikalität genau dasselbe ist wie Rechtsradikalität. Also es ist eben Faschismus und es hat nur eine andere Farbe. Und deswegen habe ich auch den Flug des Adlers gewählt. Also ich fand das Titelbild ganz schön. Also der Adler, der hat ja da noch diese Stricke dran, also vom Falkner, ja. Und dass es wirklich jetzt darum geht, dass wir in die Höhe kommen, dass wir in ein höheres Bewusstsein kommen. Und wenn wir von einem höheren Bewusstsein ohne diese Stricke, an denen uns jetzt unserem Beispiel unsere Bildung festhalten will, ja, das heißt ja auch, also, ne, Ausbildung, frage ich mich manchmal auch so. Also was wird aus uns herausgebildet? Ich habe da etymologisch mal gelesen, man findet da nicht so viel drüber, aber ich finde dieses Wort Ausbildung wirklich komisch mittlerweile. Einbildung ist ja bekanntlich auch eine Bildung sozusagen, aber was, welcher gesunde Menschenverstand wird aus uns herausgebildet, wenn wir zum Beispiel universitäre Ausbildung eben oder über 5 oder 6, manche auch 20 Jahre, genießen. Und ich glaube, zu dieser Zeit als 30-Jährige, also quasi gerade noch im Geschichtsstudium, ich habe ja mein Studium nachgelagert durch die Kinder, hätte mich, glaube ich, dieses Wahlergebnis auch zutiefst schockiert und wahrscheinlich wäre ich aufgesprungen auf Züge wie der ewig unzufriedene Osten und wie kann das jetzt sein? Jetzt ist der ganze Osten braun und überhaupt. Und ich hätte diesen Menschen, also den Sachsen und den Thüringern, übrigens Freistaaten, ja, also. Ich finde das sehr beachtlich, dass sie sich, also dass auch gerade dieser Rechtsruck, wie wir das ja jetzt nennen, eben aus den Freistaaten kommt. Bayern ist ja ähnlich unterwegs. Naja, vielleicht haben sie sich auch eine gewisse Freiheit bewahrt, einen Unmut zu äußern. Das kann ja auch sein. Und wenn wir aber an diesen Strängen unserer Ausbildung hängen, dann kriegen wir nicht mit, dass wenn der Adler fliegt mit dem linken Flügel, der ja so toll ist und alle reinlässt und super erneuerbare Energien und lieber Wälder abholzen statt und Windräder bauen statt mehr Bäume pflanzen und so irgendwie auf Klimawandel oder was weiß ich was einzugehen, ja, und die Erde zu kühlen und Wasser zu speichern. Eigentlich genau das Gegenteil macht oder mit diesen Solaranlagen. Also, und ey, wir müssen das alles irgendwann entsorgen. Das wird so krass werden, Alter. Also, das sind meiner Meinung nach sind das die größten Umweltsünden überhaupt, die hier begangen werden. Aber eben der linke Flügel fliegt also nach oben. Und dadurch, dass der Adler nicht richtig hochkommt, dass er also quasi an diesen Strängen der Ausbildung, also dem, was uns eingetrichtert worden ist, dass es eben nie wieder darf Deutschland in eine gesunde Heimatliebe finden, weil das geht immer gleich in den grandiosen Narzissmus und das ganz schlimm und Machtstreben und so weiter und so fort. Also unsere Kultur ja sozusagen an diesen Strängen festgehalten wird, nach unten gezogen wird, kriegen wir nicht mit, dass der Adler, wenn er nur mit dem linken Flügel hochfliegen würde, dass er sehr schnell in eine Schieflage kommt, weil er braucht den rechten Flügel einfach. Und das sage ich jetzt nicht als Neonazi hier, aber ihr könnt mich natürlich gerne als sowas beschimpfen, wenn euch das hilft, dann um euch besser regulieren zu können, bitte. Ja.
Aber ja, also so gleichen sich eigentlich diese beiden Teile aus. Also wie in uns das so sein sollte. Also wir sollten, wenn wir hochfliegen wollen, wenn wir diese Stringe unserer Ausbildung sozusagen vom Falkner, wenn wir die hinter uns lassen wollen und wieder in unseren gesunden menschlichen Verstand wollen, dafür müssen wir leider vieles aus uns herausbilden, was uns eingebildet wurde in den Ausbildungen. Dann werden wir den rechten Flügel brauchen. Und wir brauchen also eine gesunde Form von Selbstliebe, einen gesunden Narzissmus. Das sage ich immer wieder. Ja? Narzissmus heißt ja nicht, ich bin ein Arsch. Narzissmus heißt, ich habe ein gewisses Selbstwertgefühl und ich, also in gesunder Form, in positiver Form heißt das, ich habe ein Selbstwertgefühl. Ich lasse mich nicht die ganze Zeit manipulieren, gaslighten oder sowas. Ich falle da gar nicht drauf rein, weil ich eben einen gesunden Egoismus und eine gesunde Selbstüberzeugung in mir habe. Aber natürlich brauche ich auch die Kehrseite. Also ich brauche eben, also auch dazu brauche ich einen Zweifel, um das auszubilden. Der Zweifel ist da auch wichtig. Na, und trotzdem habe ich einen Altruismus sozusagen und ich halte diese beiden Teile in Balance. Ich kann es nur immer wieder sagen, die göttliche Ordnung ist hier, Leute. Die ist nicht da, die ist nicht da. Und wenn sich irgendwelche spirituellen Leute anmaßen zu posten, dass in Sachsen jetzt alle Leute blöde sind, ja, von den Thüringen gleich mit, alle auch vor allen Dingen, weiß ich nicht, wie spirituell das Ganze ist. Aber gut. Und die göttliche Ordnung weiß um diesen Flug des Adlers. Sie weiß, dass also der rechte wie der linke Flügel, also Flügel desselben Vogels sind. Das sind Flügel der Politik. Und ich habe euch dazu, damit ihr es wirklich rafft, also wie wichtig Gegenbewegung oder Bewegung und Gegenbewegung ist, habe ich euch zwei Posts heute mitgebracht aus dem Krieger des Lichts. Weil es sind sehr viele Sachen in der Politik und auch in der, also in den sozialen Trends sozusagen, die mir wirklich Sorgen machen. Nicht mal so eine Sorge vor der Bewegung, die jetzt da läuft, wie zum Beispiel LGBTQ, sondern vor allen Dingen Sorge auch vor der Gegenbewegung. Wenn so, so dolle missioniert wird, dass wir jetzt alle queer sein müssen und dass wir alle und so weiter, was weiß ich was, und unsere Kinder früh sexualisiert werden, dann wird sich der Unmut gegen die ganze Bewegung richten. Und das tut mir sehr leid. Ich habe auch homosexuelle Freunde und dass also, dass dann alle hinterher wieder in einen Topf geworfen werden, weil der Bürger überfrachtet wird damit, ja, und damit gar nichts zu tun haben will und vielleicht also da gar nicht drüber nachdenkt und vielleicht ist er gar nicht homophob oder sowas, aber wenn mir so dolle der Regenbogen reingetrichtert wird, dass ich, bis ich kotzen muss sozusagen. Naja, dann gibt es halt irgendwann die notwendige und korrigierende Gegenbewegung. Es ist halt immer das hermetische Pendel da. Und vielleicht, ihr lieben LGBTQler, denkt ja mal darüber nach, dass je mehr ihr missioniert, umso mehr Unmut hochkommt, weil keiner möchte missioniert werden. Keiner möchte, man kann etwas anbieten, man kann sagen so und so und da muss man damit leben, wenn Leute das nicht wollen. Ganz einfach. Ich kann mich hier auch nicht hinstellen und allen meine Wahrheit eintrichtern und sagen, friss, sondern ich gebe hier Argumente mit, wie zum Beispiel des hermetischen Pendels, über die man mal nachdenken darf. Und ja, von daher glaube ich, machen gerade ganz viele, indem sie sozusagen den linken Flügel schwingen und einfach sagen, wir brauchen mehr Awareness, wir brauchen mehr Wokeness, wir brauchen mehr Toleranz. Sorgen Sie genau fürs Gegenteil, dass also eine große Intoleranz kommen wird. Und das ist eher was, was ich kritisch empfinde. Und ich glaube halt, die, also die Siege dieser populistischen Parteien sprechen doch Bände darüber, dass die Leute einfach über den Regenbogen nur noch kotzen können. Zumindest in Sachsen und in Thüringen. Wir werden ja sehen, wie es in anderen Wahlen weitergeht. Also jede Bewegung braucht eine Gegenbewegung und das ist das, was wir gerade mit Trauma schwer verstehen können. Wir sehen dann nur das Hier und Jetzt. Wir sehen dann halt vielleicht nur, ja, ich gehe für Frieden, Freiheit, Gleichheit, für Toleranz auf die Straße. Dass ich mich aber vielleicht instrumentalisieren lasse, hin in einen Bürgerkrieg hinein, weil ich einfach also so krass Leute überzeugen will von etwas, dass es in die Gegenbewegung gehen muss. Und in einer, je radikaler diese Bewegung ist, umso radikaler ist dann auch die Gegenbewegung. Das ist zwangsläufig so. Dann wird es schwierig. Also, und hier habe ich euch zwei Seiten aus dem Kriegerslichts mitgebracht, um zu verdeutlichen, dass es wichtig ist, dass die beiden Flügel dazugehören zu unserem Leben. In vollkommener Entspannung zu leben ist unmöglich. Der Krieger des Lichts weiß das. Ach so, nee, ich wollte von einer anderen anfangen. Moment. Da sind wir jetzt. Also,
Seiten, die immer gespannt sind, verstimmen am Ende. Krieger, die ständig trainieren, verlieren die Fähigkeit, spontan zu kämpfen. Pferde, die immer über Hindernisse springen, brechen sich schließlich ein Bein. Bogen, die jeden Tag gebogen werden, schießen ihre Pfeile nicht mit der gleichen Kraft ab. Daher versucht der Krieger des Lichts, sich mit den kleinen Dingen des Alltags zu vergnügen, selbst wenn ihm nicht danach ist. Auf der Persönlichkeitsebene heißt das natürlich, ne? Wir brauchen also Zeit, uns auszuruhen, Werte auch mal Werte sein zu lassen, mal ein Schokoeis zu essen, selbst wenn wir, weiß ich nicht, sonst keine Süßigkeiten essen oder sowas, einfach, ja, uns mal gut zu tun und mal sozusagen, also den Bogen auch mal lose zu lassen, damit er halt nicht überspannt. Und damit wir wieder Kraft sammeln, sozusagen für die nächsten disziplinärischen Akte in uns selbst, sozusagen, ja, wo wir, also wir brauchen einfach mal Sonntag zwischendurch. Und auf der gesellschaftlichen Ebene heißt das, also sehe ich da drin diese Bewegung, die jetzt da ist. Wir brauchen also keine Werte mehr, wir brauchen keine Leitlinien mehr. Alle sind jetzt, was weiß ich, wie binär und multiple, wie das alles gerade heißt. Und jeder darf sich jetzt seine Persönlichkeitskaste aussuchen. Während wir eigentlich Schubladendenken überwinden wollen, machen wir also noch mehr Schubladen auf. Während wir Klima schützen wollen, zerstören wir noch mehr Klima. Also es ist ja wirklich ziemlich Orwellsches Prinzip hier geworden, indem wir also Dinge loslassen, die wir vielleicht sich gerade brauchen, wie zum Beispiel unseren gesunden Menschenverstand. So. Und jetzt sehen wir also die nächste Lektion vom Krieger des Lichts. Also wenn wir das hier zu einseitig sehen, das ist eine Wahrheit, aber es ist eine Halbwahrheit. Und ich finde das sehr schön, dass dieses Buch das irgendwie immer auflöst, entweder in der Lektion selbst oder mit Gegenlektion. Also hier nochmal Paulo Coelho, Krieger des Lichts, ja. Und die Gegenlektion dazu wie folgt: In vollkommener Entspannung zu leben ist unmöglich. Der Krieger des Lichts weiß das. Das heißt, er weiß, dass es gewisse Werte trotzdem braucht. Ich muss trainieren zwischendurch, ich muss mich disziplinieren zwischendurch, ich muss auch mal loslassen können. Ja, ist gut. Aber diverse Sachen braucht es einfach. Vom Bogenschützen hat er gelernt, dass der Bogen will man den Pfeil weit schießen, gut gespannt sein muss. Von den Sternen hat er gelernt, dass allein deren Implosion sie zum Leuchten bringt. Der Krieger hat gesehen, dass ein Pferd alle Muskeln anspannt, ehe es zum Überspringen der Hindernisse ansetzt. Trotzdem wird er nie Anspannung mit Nervosität verwechseln. So, und so verwechsel ich eine korrektive Bewegung auf der systemischen Ebene auch nicht mit Nazitum. Aber viele tun das jetzt halt gerade. Und wie gesagt, das hätte mir früher vor 30 Jahren, nee, so alt bin ich noch nicht, aber vor 10, 12 Jahren hätte mir das also auch noch so gehen können. Da hatte ich auch sehr viel Angst eben vor diesen Parteien. Und habe also nicht verstanden, dass es da durchaus Argumente gibt, die einfach auch in die politische Landschaft gehören müssen, wie zum Beispiel den Schutz der Heimat, Grenzsicherung und so weiter und so fort. Und wir sehen es ja gerade, also wir sollen jetzt die Demokratie schützen, indem wir also diese populistischen Parteien, indem wir ihnen also quasi ihre Regierfähigkeit absprechen und sie auch absolut nicht unterstützen, bitte und so weiter und so fort. Und natürlich machst du das als guter Bürger auch nicht und lässt dich hier von mir bitte auch nicht beeinflussen oder sowas. Ja, du musst das schon schön selber wissen. Aber man darf ja mal drüber nachdenken, also mit welchen Mitteln der Diktatur und der Propaganda jetzt gerade darauf eingewirkt wird. Oh, ich bin echt gespannt. Ich sage hier so viele Worte. Mal sehen, auf den Shadowban bin ich echt gespannt. Yes. Wahrscheinlich hinterher zwei Klicks. Aber wir sehen, werden das sehen. Teilt es einfach, wenn ihr es für wichtig empfindet. Ja, weil man kommt einfach mit diesen Worten sehr, sehr schnell in diesen Shadowban. Und aber gut, trotzdem will ich das sagen, dass da also eine Form der Manipulation benutzt wird, der sprachlichen Manipulation, um ein diktatorisches Mittel zu vereiteln, indem wir die Demokratie schützen wollen. Und ich will auch nicht sagen, dass es Prozesse geben kann in einer politischen Entwicklung, in denen das so sein muss. Ja, weil wenn der rechte Flügel natürlich jetzt zu hoch schwingt und auch einseitig wird, dann muss man da vielleicht auch wirklich so korrigierend eingreifen. Aber jetzt zu sagen, das ist einfach nur eine Protestwahl und damit haben wir nichts zu tun und das ist ja eigentlich nur der Bürger, der hier irgendwie scheiße ist, also das ist wohl also politischer Narzissmus. Weil wenn der Bürger wütend ist, dann ist er mit der aktuellen Politik offenbar nicht einverstanden.
Und wenn jetzt, also ich meine, also in Sachsen haben ja auch ganz viele die CDU gewählt, aber vielleicht war genau das die Protestwahl, weil sie halt also die Wahl zwischen Pest und Cholera hatten sozusagen und eben bestimmten populistischen Parteien einfach das Erstarken nicht ermöglichen wollen. Das heißt aber auch nicht, dass wir die CDU wählen wollen. Also ich glaube, man muss da sehr hinterfragen, gerade als amtierende Person. Aber gut, ich will da jetzt auch nicht so doll rein in die Debatte und trotzdem, also ich möchte dir die Angst nehmen, wenn dich das betrifft, dass du also vor diesem Rechtsruck so eine Angst hast, der jetzt ja gerade überall in Europa stattfindet. Also wir werden das sehen, auch in Österreich und so weiter und so fort. Also sämtliche Wahlen jetzt werden unser Land immer mehr in die Zerrissenheit treiben, wenn wir nicht raffen, was da los ist. Wenn wir sehen, dass dieser Rechtsruck die notwendige Korrektur eines also zu hohen Linksflugs geworden oder ist, sozusagen nicht geworden ist, also eines Linksfluges, der einfach zu radikal, zu einseitig betrieben wurde, dann braucht es jetzt den rechten Flügel, um hier den Adler wieder in Balance zu bringen, ja. Früher hatten wir ja noch den Zweiköpfchen, einen Doppeladler, haben wir ja, der darf ja auch nur an eine Seite gucken. Gut, aber das hat andere heraldische Gründe, aber trotzdem finde ich das auch irgendwie passend. Ja. Ich weiß jetzt ja nicht, in welche Richtung er guckt, aber ja. Aber eigentlich, wie gesagt, sollte es schon auch so sein, ne? Dass also wir also eben Volksinteressen und also alle möglichen Interessen im Blick haben und trotzdem auch vielleicht also internationale Interessen. Natürlich ist es nicht gut, sich mit all seinen Bündnispartnern anzulegen und zu sagen, wir machen jetzt hier unser narzisstisches Alleinding. Dafür ist, glaube ich, Deutschland auch nicht ausgelegt, aber es sollte sich seine Bündnispartner vielleicht ein bisschen besser wählen. Ja? Aber gut, wenn ich das sage, bin ich wahrscheinlich jetzt auch schon wieder Putin-Versteher und das wird ja gerade. Mann, also ich meine echt, ja, also egal. Also schreib es einfach drunter, Putin verstehen, Nazi und so weiter und so fort, alles in Ordnung, mach mal. Ich glaube, mit einer unausreichenden historischen und einer unausreichenden politischen Bildung sieht man das auch so und vor allen Dingen mit einer unausreichenden rhetorischen Bildung. Also wie gesagt, mir wäre es damals auch so gegangen und ich denke, wenn ich mich jetzt so vor 10, 12 Jahren gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, die Alte spinnt. Die will mir hier was erzählen von Balance, aber das darf nicht sein. Nie wieder darf es zu bestimmten Ereignissen kommen. Und das ist ja auch die große Angst, die wir davor haben. Aber so reinszeniert sich halt auch etwas gerade sehr auf der Weltenbühne. Und ich hatte den Auftrag bekommen von Gott. Er sagte, schau mal in die Chronik von 1924, du wirst da etwas sehr Interessantes finden und das habe ich gefunden, Tatsache. Also macht euch mal einen Spaß, guckt mal in die Chronik von 1924, falls ihr eine habt oder digital ist es bestimmt auch aufrufbar. Und ich konnte sehen, wie viele Sachen sich also reinszeniert haben von 1924 jetzt zu 2024 und wir haben ja dann nicht nur diese Dekadenzzeit, wir haben also die Inflation, wir haben 23 Putsch und Attentat und was weiß ich nicht alles. Und 24, ganz interessant, kam der Nibelungenfilm in die Kinos. Die Nibelungen, das wisst ihr ja sicher, die sind ja dann also gut ausgeschlachtet worden. Siegfried quasi der Held schlechthin und sind also für eine bestimmte Ideologie ausgeschlachtet worden. Jetzt kommt wieder ein Nibelungenfilm in die Kinos. Ich warte schon sehr lange auf ihn, der ist sehr, sehr lange in der Mache. Und der sollte auch eher schon, ich glaube, 22 oder 23 schon rauskommen, kommt jetzt aber wohl im Oktober in die Kinos. Und zwar ist das Hagen, heißt das jetzt. Also die Nibelungen neu verfilmt, nu ist Hagen aber der Gute. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Pole hier zurückkehren, was sich hier also spiegelt, wechselt von einem in den anderen Flügel. Und da kann ich auch nur als Deutschlehrer dazu sagen, in den Nibelungen und auch als Mediävistin, in den Nibelungen selber ging es nicht darum, irgendeinen dieser Charaktere als Held oder Anti-Held darzustellen, sondern es ging darum, jeden dieser Personen darzustellen, verwickelt in einen Konflikt durch bestimmte schattenhafte Persönlichkeitsanteile von jedem Charakter, egal von wem, von Gunther, von Brünhild, von Hagen, von Siegfried und so weiter und so fort, sind jeweils Licht und Schatten der Persönlichkeiten in diesem Epos dargestellt. Das ist wie eine Art Bibel, aus der wir lernen können, wo wir uns natürlich mit bestimmten Charakteren, sage ich mal, vielleicht mehr identifizieren oder nicht.
Und es ging vor allen Dingen um Themen wie zum Beispiel falsche Partnerwahl, ja, aber auch Machtgier und so weiter und so fort. Das heißt, es wurden eben nicht bestimmte Persönlichkeiten in den Vordergrund gestellt und zu sagen, du bist gut und du bist schlecht, sondern jede Persönlichkeit in diesem Epos hatte also ihren Schatten und es wurde von jeder etwas aufgezeigt, aus der wir lernen sollten, nach dem Motto, aus ihren Fehlern lernen. Wo ist das in uns? Und so leider werden die Nibelungen gar nicht mehr unterrichtet. Also, naja, ich bin gespannt, was sich da also wiederholt. Und ja, so dürfen wir vielleicht also das jetzt einfach als eine etwas korrigierende Bewegung wahrnehmen. Und etwas ist mir noch ganz, ganz wichtig, was mir im Herzen liegt, also dass wir dieser Hetze nicht glauben, die da in den Medien unterwegs ist. Ich habe mir jetzt die letzten Tage wirklich viel angeguckt zu dem Thema Wahlen halt im Osten. Und also es ist erschütternd, in welcher Weise vor allen Dingen das ZDF polemisiert. Und dabei aber eben zum Beispiel den Parteien, und zwar fast allen Parteien, Parteien und Kandidaten Polemisierung und sowas vorwirft. Vielleicht kennt ihr das Format Tagesschau, nee, die Heute-Show, genau, vom ZDF, also eine Polit-Satire. Oh, ich habe mir da so zwei, drei Sachen angeguckt und fand es wirklich furchtbar, weil also an keinem Kandidaten wurde etwas Gutes gelassen. Alle wurden auf den Thron der Häme gehoben. Und ich kann nur sagen, liebes ZDF, stell dir doch mal vor, und alle Leute, die an diesen Sachen mitwirken, das ist natürlich nicht schlecht. Man kann auch manchmal gut lachen und man kann sich natürlich auch, wenn auch sehr einseitig, über bestimmte Sachen informieren vielleicht, ja. Und sicherlich kriegt man auch damit ein paar Denkanstöße. Ich will das Format also von daher nicht ganz negieren, aber trotzdem möchte ich mal darauf hinweisen, was das mit einer Unternehmensführung macht. Also irgendwie ist es ja jetzt unsere Unternehmensführung da oben und die kriegen wir jetzt auch erstmal da so nicht weg, aber wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass sie regierungsfähig sind. Und das ist jetzt natürlich sehr wie sagt man, Ausnahmezustand. Wir wissen, was nach Ausnahmezuständen kommt. Und also, oder ich weiß es, aber vielleicht weißt du es nicht, von daher sage ich es nochmal. Also wir können eben sehen, dass also quasi vor dem Aufbau straffer Diktaturen immer Ausnahmezustände da waren oder auch künstlich geschaffen wurden. Das heißt, je gespaltener das Volk ist, je gespaltener die Politik ist, umso mehr ermöglichen sich natürlich Ausnahmezustände und umso mehr setzen sich dann, also schreit das Volk quasi nach jemandem, der die Umstände wieder gut sortiert. Und mit Sicherheit wird das hier bei uns, wo wir alle so regeltreu sind, noch viel eher passieren, ja. So, also wir müssen gucken, ob das jetzt wirklich, also das ist, was uns hier in die Freiheit bringt. Oder nicht, ja. Und irgendwo finde ich es spannend, dass die Politik jetzt selber, also ich habe ja das jetzt hier so ein bisschen mitverfolgt, also gerade bei der CDU, ja, die jetzt ja selber in so einer Bredouille sind, mit wem koalieren wir jetzt? Eigentlich will, also Pest, die Wahl zwischen Pest und Cholera, da kann ich mir da sagen, liebe CDU, da ist der Wähler schon ganz lange, ja. Das ist mein Gefühl immer, wenn ich zur Wahl gehe. Und es finde ich spannend, dass die jetzt also selber in das Gefühl mal kommen, was der Wähler halt die ganze Zeit oder viele Wähler die ganze Zeit haben, ja. Also ich wähle das geringste Übel. Ich habe nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und trotzdem, ja, führt das natürlich zu einer Zerrissenheit. Es führt zu krassen Debatten. Es führt auch zu wirklich krassen politischen Verschiebungen und machtpolitischen Verschiebungen. Puh, da darf man gespannt sein, was da rauskommt. Und ja, also wie gesagt, da sehe ich jetzt auch nicht, dass so alles Gold ist, was da so glänzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eben zum Beispiel junge Parteien da denke, die jetzt halt eben Wahlerfolge haben, aber die vielleicht ja noch gar nicht gut aufgestellt sind, nicht wissen, was da los ist und wo auch also eine gewisse Polemik eben im Wahlkampf auf jeden Fall dabei war. Oder was heißt eine gewisse, eine ganz schöne. Trotzdem, glaube ich, sind es einfach so wie Meinungsumfragen, die wir da haben. Naja. Und von daher, glaube ich, ist das wichtig und die Ampel muss sich auf jeden Fall dem stellen, dass sie einfach den Wählerwillen nicht erfüllt. So. Und jetzt den Wähler einzureden, ja, sorry, also du bist auf Desinformation reingefallen, du hast das als falsch gesehen. Du darfst nicht unzufrieden sein. Wenn du unzufrieden bist mit unserer Politik, bist du nicht richtig. Bitte korrigiere dein Kreuz. Oder du bist der Jammer-Ossi. Also, das ist natürlich auch eine ziemlich krasse Framing-Nummer, die hier läuft, ja. Also, na gut. Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Wenn ich also schaue,
wie viel Hetze da betrieben wird, also dass wir unsere Politiker auch nicht gut finden, ne? Ich meine, ungeachtet von deren Unfähigkeit jetzt, ja. So, was ich auch auf jeden Fall so sehe. Aber niemand da oben kann doch irgendwie regierungsfähig sein oder werden oder überhaupt dazu kommen zu überlegen, wenn es draußen einen Flashmob gibt. Also stell dir vor, dein Unternehmen, du bist jetzt Unternehmensführer von, was weiß ich, einer großen Druckerei. Und du machst schön Siebdruck, was weiß ich was, das wird voll gefragt, du bist toller Künstler und du baust dein Unternehmen damit auf und ja, und dann hast du halt quasi, also irgendwie, was weiß ich, 20 Angestellte irgendwann und ihr liefert, was weiß ich, größere Mengen sozusagen von Drucken aus. Und jetzt passieren aber Krisen in der Welt. So, und in deinem Unternehmen. Vielleicht brechen 10 oder was weiß ich, ja, 10 Leute die Hälfte der Bevölkerung. Ja, auch. Aber das Unternehmen bricht weg. Durch Krankheit zum Beispiel. Du stehst also nur noch mit 10 Mitarbeitern da. Gleichzeitig gibt es immer mehr Anfragen. Das heißt, du hast den Druck von außen über mehr Anfragen und den Druck von innen über wegbrechende Mitarbeiter. Und dafür kannst du nicht, das ist einfach so passiert, ja, sozusagen. Ja, vielleicht hast du ja die Firma auch übernommen, die lief vorher gut, was weiß ich was, können wir auch so das Szenario sehen. Also ich will damit jetzt keinen in Schutz nehmen in der Politik. Ich möchte einfach nur, dass wir mal darüber nachdenken, ob wir uns sozusagen mit sehr viel, so viel Hetze einen wirklich guten Gefallen tun und ob sozusagen der nächste Bürgerkrieg und die Spaltung sozusagen hier nicht Dinge vorantreibt, die eigentlich niemand von uns will. Also versuch's dir mal zu verdeutlichen, so, ja. Und ja, nehmen wir an, du hast den Laden übernommen. Vorher lief das gut, Papier war immer da, Mitarbeiter waren da, Anfragen wuchsen immer mehr. So, und jetzt auf einmal ganz viele Anfragen, 10 Mitarbeiter brechen weg, 10 sind nur noch über, Hälfte der Belegschaft weg. Die haben irgendwie, wo sind alle in Rente gegangen, keiner kann das Handwerk mehr. Denk dir was aus. Gleichzeitig kommt es zu Engpässen in Materiallieferungen. Also, dein Papier wird nicht geliefert, die Farbe wird nicht geliefert. Und gleichzeitig stellst du fest, dass die Technik marode ist, weil die halt jetzt irgendwie schon 100 Jahre lief in der Druckerei. So, was machst du dann? Dann sitzt du erstmal ziemlich in der Scheiße. Und was du dann brauchst, ist, dich zurückziehen zu können, überlegen zu können, in Ruhe überlegen zu können, was es jetzt braucht, um diese multiplen Krisen zu lösen. Und stell dir jetzt vor, du willst dich jetzt also zurückziehen, du hast ja also und dir einen Überblick überhaupt verschaffen über die Lage. Du willst jetzt erstmal recherchieren, warum kein Papier, warum keine Frage. Du willst erstmal Anzeigen schreiben, neues Personal und so weiter und so fort. Und jetzt stehen aber vor deiner Tür, stehen jetzt 20 Interviewleute und du weißt genau, die ziehen dich nur durch den Kakao. Du weißt genau, dass sie sich an deinem Elend bereichern. Und also versuch das mal so als Mensch, als Person nachzuvollziehen. Also mir tat das sehr leid, als ich diese ZDF-Geschichten gesehen habe. Und habe mich nur gefragt, wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit Leuten um, die unsere Probleme lösen sollen, die so mannigfaltig sind gerade? Also stell's dir vor, ja. Und das von mir kannst du auch unfähig sein. Jeder muss ja in seine Krise auch reinwachsen, muss doch das irgendwie. Also ich, ne, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht in Schutz nehmen. Es soll kein Täterschutz sein. Für zum Beispiel zeigen ja auch gerade ganz viele Leute, dass sie gar nicht bereit sind zu hinterfragen, wie sie zum Beispiel jetzt Probleme lösen, sondern das ist ja alles, ist ja eigentlich auch alles real, weil sie machen das alles ganz, ganz toll und das Volk solle doch bitte Ideen haben, der Kindergärtner im Volk soll doch bitte die Idee zur Lösung haben, wie man sich jetzt politisch besser verhalten oder nicht mehr so streiten tut oder sowas. Das ist natürlich vollkommen bekloppt, ja. Aber gut, so. Also gehen wir trotzdem davon aus, dass nicht alle in der Politik unfähig sind, dass nicht alle das machen, weil sie einfach nur machtgierig sind, sondern tatsächlich vielleicht manche Leute wirklich angetreten sind, weil sie helfen wollen, weil sie Missstände sehen, die sie auflösen wollen. Das kann ja einfach mal sein. So. Und wenn man dann diese Leute sozusagen dann abfängt auf dem Weg in ihr Büro, aus irgendeiner Satire-Sendung, weil man sich an ihrem Elend weiden will und an der Situation, in der sie gerade drin sind, ihnen völlig beschissene Fragen stellt, Fragen, die eigentlich in Inquisitionsprozessen gestellt worden sind, wo egal was du antwortest, es darauf hinausläuft, dass sozusagen derjenige Witze über dich macht oder dich beschämt oder irgendwas so hinstellt, wie du es gar nicht gemeint hast, schon krass, so.
Und dann sitzt du da drin in deinem Büro, willst also dir einen Überblick machen über die Missstände und dann kommt von außen noch der Mob. Also jetzt kommen noch die 300.000 Leute, die bei dir bestellt haben, und die jetzt fordern, dass du jetzt ganz schnell liefern sollst und dass denen das vollkommen egal ist, in welchen Papierlieferschwierigkeiten und Personalschwierigkeiten du gerade bist. Kannst du in dieser Situation gut überlegen? Kannst du in dieser Situation das Unternehmen retten? Höchstwahrscheinlich nicht. So, du wirst in dieser Situation dir vielleicht Hilfe suchen. Aus deiner Panik heraus wirst du vielleicht Berater anstellen, die selber sehr psychopathisch sind, die sich vielleicht auch nur noch an deiner Situation bereichern wollen oder. Dann, weil, also in der Regel ist es so, ein Elend kommt selten allein an dieser Stelle. Und das ist was, was ich mich frage. Und die Frage möchte ich, also ich habe ja einen kleinen Wirkungskreis, aber vielleicht sieht es ja einer vom ZDF. Und ich möchte euch diese Frage wirklich stellen, ob ihr mit diesen Formaten wie der Heute-Show, die keine einzige Lösung aufzeigt, sondern einfach nur an allen, wirklich an allen Kandidaten, Parteien rumkritisiert und sich lustig macht über ganz, ganz viele Dinge, ob dieses Format nicht einfach dazu beiträgt, den Bürger und die Bürger in Deutschland sehr zu spalten, gegen die eigene Regierung aufzubringen. Und also bitte hinterfragt, was ihr da macht und welche Verantwortung ihr an dem habt, was auf uns zukommen wird, wenn das so weitergeht. Und bitte hinterfragt als Einzelne, ob ihr euch aufhetzen lassen möchtet von diesen Medien und ob ihr nicht bestimmte Sachen mit dem Flug des Adlers anders bewerten könnt. So, gut. Ich verlinke euch noch ein Video von Chrissy Rieger zur Thematik und ja. Die Heute-Show verlinke ich euch nicht, die könnt ihr selber gucken und euch einen Plan machen. Die möchte ich nicht noch unterstützen, dieses Format möchte ich nicht unterstützen mit noch mehr Aufmerksamkeit. Aber ich freue mich über jeden, der das vielleicht kritisch schaut und sich nicht abholen lässt in seinem Kinder-Ich und sagt, ja, stimmt, sind alle scheiße. Das ist schnell gesagt. Was würden wir tun, wenn wir in einer anderen Position sind? Also mir tun die ja echt alle ganz schön leid gerade und das heißt nicht, dass mir alle sympathisch sind und das heißt nicht, dass ich also nicht auch krasse Fehler bei bestimmten Leuten sehe. Und trotzdem ist das ein Umgang von uns, glaube ich, also als Volk, als Einzelner und als Medienwirkender, der irgendwie ohne sehr menschlich ist, mit einem Gegenüber, was vielleicht im besten Fall versucht, Probleme zu lösen. Aber natürlich muss man rausfinden, ob das wirklich versucht wird oder ob sich dann nur selbst beweihräuchert wird. Und das sieht man natürlich in der Reaktion auf die Wahl jetzt auch. Also wie gesagt, vor dem Wähler also quasi die Verantwortung für die Protestwahl zugeschoben wird und nicht also der eigenen Politik, das ist so typisch narzisstisch. Also lieber Wähler, deine Reaktion ist das Problem, nicht unsere Aktion, nicht unsere Politik. Aber dass du wütend bist, das ist definitiv, also das geht nicht. Ja, wir müssen die Demokratie schützen. In diesem Sinne hoffe ich, dass dieses Video wirklich dazu beiträgt, Demokratie zu schützen, indem wir vielleicht ein bisschen mehr Zusammenhänge verstehen. Verstehen, dass eben in diesen Versammlungen es also auch so war, dass man sich einigen musste zwischen rechten und linken Flügel. Dafür ist das ja der Ernst eigentlich ist auch angedacht, ja. Da geht nicht, dass man sich da die Köpfe einhaut, sondern dass man Kompromisse findet aus diesen beiden Flügeln, dass man sich ausbalanciert. Und dass nicht einer irgendwie den Ikarusflug versucht, mit dem man dann einfach irgendwann unten einfach auf dem Hosenboden landet. Ja, genau. Trotzdem glaube ich, dass alles gut wird, definitiv. Und ja, ich bin gespannt, was der September für uns noch bereit hat. Also ich sehe so ein sehr, sehr großes Spannungspotenzial wirklich um die Mitte des Septembers. Und ja, trotzdem glaube ich ganz fest, dass das was ist, was wir brauchen, was gut für uns ist, was uns Dinge erkennen lässt, wenn wir versuchen, bewusst damit umzugehen. Also ihr Lieben, auf bald.